Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Watched. Watch. Watch. So. So, nochmal richtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Watched. Ich war letzte Woche im Urlaub. Man sieht es vielleicht ein bisschen. Das habe ich mir mitgebracht, aber es steht nur im Hintergrund. Das würde sonst nämlich zu sehr nerven, wenn ich es anmache. Stattdessen nervt nämlich so ein bisschen, dass ich dieses Mal gar keine Empfehlung für euch habe. Beziehungsweise mir haben die Sachen nicht so gut gefallen. Aber vielleicht findet sich ja trotzdem unter den nun folgenden Sachen etwas für euch, bei dem ihr sagt, das ist so schlecht, das will ich trotzdem irgendwie sehen. Los geht's. Face a marble stone. Als erstes ein kleines Update zu Rebel Moon. Da ist nämlich jetzt nach Monaten endlich der Director's Cut herausgekommen. Und jetzt, wo ich den gesehen habe, muss ich wirklich sagen, ich verstehe überhaupt nicht das Konzept hinter dieser Sache. Selbst im Trailer werben sie mit der Ansage, das ist jetzt die wahre Vision von Zack Snyder. Und ich frage mich immer noch, warum ist es nicht möglich gewesen, die gleich zu veröffentlichen? Denn wenn man sich den anguckt, gerade den Director's Cut vom ersten Teil, der 3,5 Stunden geht, merkt man, aha, da ist ja also tatsächlich ein Film vergraben gewesen unter all diesem Schnittmassaker, die man in der ersten Version zu sehen bekommen hat, die völlig unverständlich gewesen ist. Man merkt bei diesem Director's Cut sehr deutlich, dass elementare Szenen gefehlt haben. Diese ganzen Charaktermomente, die ich im ersten Teil noch vermisst hatte, die sind jetzt hier plötzlich da. Plötzlich werden so Figuren wie General Titus endlich mal eingeführt. Auch ganz am Anfang gibt es so einen Prolog, der ist so 15 Minuten lang und der erklärt dann auch erstmal richtig, wie bedrohlich diese Motherworld eigentlich ist. Und es erklärt das Schicksal einer Person, die im ersten Teil nur angeschnitten wird. Ja, die Figur Ares ist da ein Wegschmeißcharakter, der nur kurz zu sehen ist und bei dem man auch nie so wirklich verstanden hat, warum der eigentlich die Seiten am Anfang wechselt. Hier wird das jetzt plötzlich klar gemacht. Auch andere Sachen fasst dieser Director's Cut jetzt an, wie zum Beispiel das Worldbuilding. In der Originalversion hatte ich mich ja noch extrem darüber beschwert, dass man nie so ein wirkliches Verständnis für diese Welt, für dieses Universum bekommen hat. Man hat zwar alle möglichen Planeten gesehen, aber die bestanden meistens aus einem Setting, in das die Charaktere dann sofort reingelaufen sind. Und das ist jetzt deutlich ausgebaut worden. Das heißt, man sieht jetzt auch erstmal, wie diese Welten aufgebaut sind. Was sind das für Planeten, auf denen sich unsere Charaktere befinden? Und dadurch entsteht mehr so ein Gefühl von Immersion. Trotzdem fallen die ganzen Kritikpunkte, die ich in der Originalkritik hatte, nicht unter den Tisch. Ja, das große Problem ist weiterhin, dass es hier wie eine große zusammengeklaute Vision aus vielen, vielen unterschiedlichen Dingen ist. Ja, aus Warhammer, aus Star Wars. Man hat auch nie das Gefühl, dass so eine klare Designphilosophie dahinter steht. Einige Aspekte der Welt wirken wie Steampunk, andere wieder wie Postapokalypse, dann ist wieder Wüste angesagt, dann ist Gladiatoren-Setting angesagt. Also es ist all over the place und dadurch findet man nie so wirklich rein. Auch die Figuren bleiben weiterhin hohl, ja, das hat sich gar nicht geändert. Auch wenn sie mehr Zeit bekommen, wird mit dieser Zeit aber nicht wirklich was gemacht. Die 3,5 Stunden gehen auch viel drauf für Momente, die es meiner Ansicht nach nicht gebraucht hätte. Es gibt jetzt ganz viel Nacktheit und Blut. Ja, und beides wird ausgesprochen zelebriert. Beides habe ich aber nicht verstanden, weil die Nacktheit, es gibt zum Beispiel eine Sexszene am Anfang im ersten Teil, die geht viel zu lang und ist völlig unmotiviert, weil man die Charaktere zu diesem Moment ja noch gar nicht kennt. Das heißt, so diese emotionale Verbindung, die da aufgemacht werden soll, die verläuft sich natürlich, weil man nicht versteht, wer sind die, warum machen die jetzt miteinander rum. Bei der Gewalt muss man sagen, das ist natürlich CGI-Blut und zwar wahre Unmengen davon. Das spritzt und spraddert über den gesamten Bildschirm und ich hatte immer wieder das Gefühl, dass die Gewalt da viel zum Selbstzweck verkommen ist. Hier werden Köpfe eingeschlagen, das Gehirn spritzt dann raus und du denkst dir, warum eigentlich? Warum ist es nötig, um diese Geschichte zu erzählen, so ein krasses Maß an Gewalt aufzufahren? Aber das scheint Teil seiner Vision zu sein, die dadurch weiterhin wie einen Flickenteppich wirkt, der mit 3,5 Stunden auch ein echtes Geduldsbrett ist. Ich finde trotzdem, dass Rebel Moon, der Director's Cut, erstaunlicherweise ein Müh besser ist als die Originalfassung. Das liegt einfach daran, dass man jetzt Dinge besser versteht. Ein guter Film ist es meiner Ansicht nach aber trotzdem nicht. Dafür ist er zu lang, dafür ist die Gewalt zu unmotiviert und vieles ist auch ehrlich gesagt nicht notwendig, was hier dann gezeigt wird. Der Director's Cut hätte meiner Ansicht auch nochmal 20 Minuten kürzer gehen können, aber Zack Snyder zieht gerne seine eigenen Visionen durch. Ich frage mich nur, warum das jetzt halt einfach 6 Monate nach dem ersten Teil passieren musste, wo die Leute schon einmal komplett die Lust daran verloren haben. Ich habe mir den zweiten Teil des Director's Cuts ehrlich gesagt nicht mehr angeguckt, weil mir das
erste schon zu viel war. Der soll noch schlechter sein, wie ich von vielen Kollegen gehört habe. Deswegen, ihr könnt selber entscheiden, ob ihr dem eine Chance gibt. Ich glaube aber für diejenigen, die die Originale nicht geguckt haben, vielleicht finden die hier einen Einstieg, der ihnen dann besser gefällt. Deswegen guckt mal rein oder nicht. Was soll die ganze Polizei da draußen? Ich darf dazu nichts sagen. Kennen Sie den Butcher? Diesen irren Spinner, der rumrennt und aus den Leuten Hackfleisch macht. Das FBI geht wohl davon aus, dass er heute hier sein wird. Also haben sie ihm eine Falle gestellt. Das ganze Konzert ist eine Falle. M. Night Shyamalan ist zurück. Ist das nicht wundervoll? Ja, der Regisseur, der uns Filme geschenkt hat, die wirklich großartig waren, wie Sixth Sense oder Unbreakable und seither Filme macht, die nicht mehr so großartig sind, der hat mit Trap jetzt eine Idee umgesetzt, die ihm offenbar auf der Toilette gekommen ist und die er nicht so richtig zu Ende gedacht hat. Es geht nämlich um einen Killer. Der geht mit seiner Tochter auf ein Konzert. Und da denkt sich die Polizei, Mensch, das ist doch mal ein prima Setting. Da, wo 10.000 Leute umherwuseln und eine ganze Menge Unschuldiger verletzt werden könnten durch diesen Einsatz, da greifen wir jetzt zu, weil sie einen anonymen Tipp bekommen haben. Und wo dieser anonyme Tipp herkam und wie sich das alles entwickelt, ist übelst hanebüchen. Es ist wirklich hardcore abstrus, was sich M. Night Shyamalan hier ausgedacht hat. Und ich habe mich da sehr erinnert gefühlt an Old, aber vor allen Dingen an The Happening. Und deswegen sei gleich mal denjenigen, dieser Film hier empfohlen, die bei The Happening denken, ja, das ist ein Film, der ist genau so scheiße, dass man ihn irgendwie wieder feiern kann. Und ich glaube, dann kann man mit Trap Spaß haben, den ich ehrlich gesagt eher als Fantasy-Film sehe, weil das hier alles so wenig Sinn macht. Die Figuren verhalten sich nicht wie echte Menschen. Sie reden nie wie echte Menschen, was ein ganz typisches Problem bei M. Night Shyamalan sind. Die Dialoge sind grauenerregend. Und dann gibt es Twists, bei denen man, wenn man hinterher drüber nachdenkt, immer wieder das Gefühl hat, das kann doch hinten und vorne keinen Sinn ergeben. Wenn man in der Lage ist, das auszustellen. Ich kann mir vorstellen, dass Trap dann durchaus Spaß macht. Gerade weil Josh Hartnett in der Hauptrolle wirklich Spaß hat. Das hier ist eigentlich nämlich weniger ein Thriller, sondern eher ein Vehikel, um seiner Tochter eine Bühne zu bieten. Die möchte offenbar Sängerin und Schauspielerin werden, deswegen ist sie hier tatsächlich irgendwann sogar ein großer Teil dieses Films. Und mein Gott, kann ich nur die Daumen drücken, dass sie nicht wirklich Schauspielerin wird, denn was die hier abliefert, gerade in der zweiten Hälfte, ist schauspielerisch unterste Kanone. Die ist sauschlecht. Gerade wenn man sich halt Josh Hartnett im direkten Vergleich dazu anguckt. Dementsprechend muss ich klar sagen, das hier kann Spaß machen, wenn man sich darauf einlässt und wenn man gar nicht erst mit der Erwartungshaltung hineingeht, dass man hier einen spannenden und vor allen Dingen geerdeten Thriller bekommt. Das hier ist pure Fantasy, nur ohne Fantasy-Elemente. Es ist im Grunde wie The Happening, ein Film, der so schlecht ist, dass er fast schon wieder gut ist. Nur für mich nicht so wirklich. Aber ihr könnt es selber ausprobieren, wenn ihr denn möchtet. Aber das ist ein Film, da kann man auch echt auf den Heimkino-Release warten, wie ich finde. Ein Leben ist wenig wert in Rom. Wer meinem Schatten der Reichen und Mächtigen lebt. Doch schon bald wird sich all das ändern. Diese Serie ist seit Wochen nicht wegzukriegen vom ersten Platz bei Amazon Prime und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, warum das so ist. Those About to Die scheint gerade irgendwie den Hunger der Leute zu stillen, die sich auf Gladiator 2 freuen. Denn die Werbekampagne ließ ein bisschen vermuten, dass das hier eine Gladiatoren-Serie sein könnte, produziert und ich glaube auch mitgefilmt von Roland Emmerich. Und wenn ihr Roland Emmerichs Karriere in den letzten Jahren so ein bisschen verfolgt habt, dann wisst ihr ja, dass ihm so ein bisschen das Geld ausgegangen ist. Niemand will ihm mehr die großen Budgets geben und deswegen muss er mit kleineren Mitteln Filme produzieren wie Moonfall, die eigentlich gar nicht das Budget haben für die Bilder, die sie produzieren wollen. Und dasselbe gilt leider auch für Those About to Die. Eine Serie, die eigentlich gar keine Gladiatoren-Nummer ist, weil das ist ein ganz kleiner Part in dieser Serie. Man merkt sehr deutlich, dass sie unbedingt Game of Thrones sein möchten, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Charakteren und unterschiedlichen Subplots, die irgendwie ineinander greifen, aber auch nicht so wirklich. Nur sind hier alle krass uninteressant. Ich habe zum Teil sogar, das ist auch ein Problem gewesen bei der Serie, ich konnte die Figuren nicht auseinanderhalten. Ich fand gerade die Männer sahen sich alle so ähnlich, dass ich immer wieder dachte, wer ist das nochmal? Was hat der nochmal mit der Handlung zu tun? Zwei, drei Leute stechen heraus. Anthony Hopkins ist einer davon, aber das kann ich euch gleich mal vorwegnehmen. Wenn ihr diese Serie wegen Anthony Hopkins guckt, lasst es sein.
der kommt zwei, dreimal vor, nur ganz kurz und dann ist es eigentlich auch schon wieder mit ihm gewesen. Für mich ist das größte Problem an Those About to Die nicht nur, dass es wahnsinnig uninteressant ist, was hier passiert, sondern eher, wie hässlich diese Serie ist. Es ist für mich eine der hässlichsten Serien, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Denn was skurril an dieser Serie ist, ist, dass sie eigentlich eine schöne Ausstattung haben. Diese Sets, die sie vorne gebaut haben, im vorderen Bereich des Bildes, die sehen gar nicht mal schlecht aus. Auch die Kostüme, das funktioniert ganz gut. Aber ab einem bestimmten Punkt ist hier alles Greenscreen. Oder sie arbeiten mit diesen LED-Wänden, das konnte ich nicht so richtig erkennen. Aber auf jeden Fall ist hier alles ab einem bestimmten Punkt nur verwaschen. Oder aber viel zu scharf. Die haben immer noch nicht verstanden, dass man da auch mit Tiefenunschärfe arbeiten muss. Und das sieht irre hässlich aus. Vor allen Dingen auch die CGI-Tiere, von denen es hier so einige gibt. Und das passt dann leider auch zu der Künstlichkeit der Handlung, zu der Künstlichkeit der Figuren, die mit mir leider auf emotionaler Weise nichts gemacht haben. Das hier ist einfach nur öde. Man muss sagen, gegen Ende wird Those About to Die zwar ein bisschen spannender, weil sich da so zwei, drei Dinge zuspitzen. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum tue ich mir das hier eigentlich an? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einem von euch anders gehen würde. Hier gibt es gar keine Empfehlung von mir. Ihr könnt mal in die erste Folge reingucken, aber schon die durchzuhalten, ist echt eine Tortur. Asking the question on everyone's mind these days, what do you think about the Batman? I'm frightened. This whole city's gone to hell in a handbasket. Auf Amazon Prime ist etwas gestartet, das habe ich so nicht kommen sehen, denn Batman ist zurück. Und zwar Batman Caped Crusader, eine Animationsserie, die nicht ohne Grund erinnert an eine alte Batman-Serie, nämlich The Animated Series, ein großartiger Klassiker aus den 90er Jahren, die ich damals fantastisch fand. Ich glaube, viele von euch werden Fans dieser alten Serie sein. Matt Reeves, der Mann hinter The Batman, produziert das mit. Und der originale Showrunner von damals ist auch wieder mit dabei. Das kann doch also eigentlich nur gut sein, oder? Naja. Ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig gepackt hat mich Caped Crusader nicht. Es liegt ein bisschen am Animationsstil, den ich leider sehr uninteressant finde. Der ist sehr statisch. Ich finde, man merkt sehr deutlich, dass das sehr billig produziert wurde. Gute Animation beeindruckt auch immer dann besonders, wenn man merkt, dass im Bild viele kleine Details sind, die sich dann auch bewegen, unabhängig voneinander. Aber hier ist es häufig so, dass Figuren starr dastehen. Da bewegt sich gerade mal der Mund, wenn überhaupt. Ein anderes Problem ist, dass die Geschichten nicht wirklich spannend sind. Hier wird vieles erzählt, was schon mal erzählt wurde. Batman hat in den Comics, in der Serie, in den Filmen schon so viel erlebt und Caped Crusader hat ehrlich gesagt nicht wirklich viele Ideen, die nicht irgendwo schon mal verarbeitet worden wären. Einzelne Elemente machen tatsächlich Spaß, aber die größten Ideen, die diese Serie hat, sind zum Beispiel so Sachen wie, dass der Pinguin in diesem Fall gegenderswappt wurde. Das ist jetzt eine Frau. Und da gibt es in den USA schon viel Kritik gerade. Ich muss sagen, die Serie wird deswegen nicht schlechter. Aber sie würde auch nicht besser. Ja, das muss man auch sagen. Man merkt nicht wirklich, dass das irgendeine Relevanz hätte, diese Figur zu genderswappen, weil das ist ehrlich gesagt schon fast die einzige Idee, die Batman Caped Crusader hat. Ich finde trotzdem, dass die Serie so einen kleinen nostalgischen Punkt bei mir aktiviert hat. Ich fand es natürlich wieder toll, einige Charaktere wie Harvey Dent oder Harley Quinn zu sehen, deren Geschichten hier zum Teil auch als Origin-Geschichte nochmal aufgebaut werden, aber die habe ich halt häufig schon gesehen. Trotzdem konnte ich meine Augen nicht ganz davon lassen. 10 Folgen gibt es insgesamt, die könnt ihr euch bei Amazon angucken. Ich würde mir wünschen, wenn es davon nochmal eine zweite Staffel geben sollte, dass sie andere, bessere, spannendere Geschichten erzählen, vielleicht auch mal was wagen und nicht Dinge wagen, wie zum Beispiel, jetzt machen wir aus einer Figur, die vorher ein Mann war, eine Frau. Das ist ein bisschen wenig. Auch hier keine uneingeschränkte Empfehlung von mir. Kann man gucken, tut nicht weh, aber ist leider ein bisschen wenig für Batman. So, das soll es gewesen sein. Leider nicht wirklich was Großartiges dabei, aber nächste Woche startet mit Alien Romulus ein Film, bei dem ich mir wirklich super sicher bin, dass der fantastisch wird. Wir drücken die Daumen, ihr erfahrt spätestens nächste Woche Mittwoch, wie ich den Film gefunden habe. Und ein Alien-Ranking gibt es in den nächsten Tagen auch noch, also bleibt dran. Tschüss.